Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together von uns, also von mir. Lächerlich. Und mir, warum der bin ich nur hergekommen? Wir spielen heute Dragon Age Inquisitor. Inquisition? Inquisition? Inquisition. Ja. Inquisition. Genau. Und zwar den Multiplayer-Modus. Ja, und wir hoffen erstmal. Doch immer dieselben Gesichter an der Macht. Ja, denn EA schafft das ja immer wieder, nette Bugs einzubauen. Dass Türen sich nicht öffnen, oder? Ja, das kennen wir. Oh, ein Hasen. Ihr habt keinen Schlüssel. Doch, haben wir. Nein, habt ihr nicht. Das hat mir schon öfter. So, wir sind jetzt so ein bisschen über den Level. Aber das sollte kein Problem sein. Ja, aber dafür haben wir auch ein Level 1 dabei. Überlass das ruhig. Der wäre erledigt. Ich weiß gerade gar nicht, wann es geht. Das ist, wenn man länger nicht spielt. So, hier ist eine Tür. Achso, ihr habt auch eine Tür. Oh, die schon. Ich mach die hier, du machst die hier. Die Meisterspionin hat versprochen, ihre Bibliothek zu zeigen, wenn das hier alles vorbei ist. Oh, hier ist ein Bild. Etwas Vergleichbares habe ich noch nie gesehen. Nee. Dann würde es besser aussehen. Nee. Müssen wir bei euch weiter? Nee. Nee. Habt ihr schon das Objekt? Unfassbar! Oh! Gab sogar was. Für die, die es noch nicht kennen, ich spiele die Plünderin, Krieger, Zweihand. Und die Fane spielt die Hüterin. Jo. So, Heiler ist das nicht direkt, das ist so eine. Das ist die Priest. Ja, sie gibt Schilde. Also was anderes habe ich auch ehrlich gesagt nicht als Fähigkeit. Nur Schilde, so Passivsachen, Schilde verbessern. Bisschen Magieresistenz, Ich habe diese Drachenklauen. Dann habe ich die Fähigkeit, Gegner das Leben auszusaugen und für eine gewisse Zeit mit jedem Schlag Leben wiederherzustellen, um mehr Schaden zu machen. Und dazu noch diesen Ring hier. Der fügt Schaden zu und meine Angriffe fügen da auch mehr Schaden zu. Oh. Man muss ziemlich aufpassen, die Plünderin kippt weiter. Dafür, dass sie eine Kriegerin ist, eigentlich ziemlich schnell um, weil sie sich auch mit jedem Schlag von diesem wieder Leben abzieht. Muss man ein bisschen Time mit dem Leben wiederkriegen und Leben selber riskieren. Auf dem Schwierigkeitsgrad hier wenig Problem, aber ich krieg den irgendwie nicht ins Target. Also ziemlich schnell heute auch wieder. Das Witzige bei dem Spiel, das ist eigentlich relativ einfach, aber die Bosse sind komischerweise immer dann ganz schwer. Die sind sogar auf dem Level noch relativ. Ja, es kommt immer drauf an, welchen Boss man hat. Ja. Das ist überhaupt nicht gebalanced. Also die haben jetzt die schwersten Gegner, würde ich sagen. Die Dämonen. Finde ich zumindest. Seht nur, fassbar! Alleine hier dieser Magier hier, der macht so viel Schaden, wenn man den nicht aufhält. Ach, der ist übernommen. Wer übernimmt denn hier? Das sehe ich nicht, vielleicht den Nekromanten. Würde ich jetzt mal schätzen. Ich versuche die mal anzuwerfen. Ich wusste gar nicht, dass hier jemand übernehmen kann. Hallo. Bei den Schöpfern. Gut, gut. Ich wurde in meinem Leben noch nie auf eine so harte Probe gestellt. Ja, anscheinend. Jeden, der glaube ich stirbt. Oder so. Weil die sich töten sie immer und dann leben sie wieder mit halbem Leben. Keine Ahnung, was das soll. Naja, wenn ich die dann mal freigespielt habe, dann kann ich sie mal testen und dann weiß ich auch, was sie macht. Oh, lass mich vor. Ja, im Multiplayer-Modus geht es eigentlich nur um Mission machen. Bisher gibt es nur 3 Karten. Ich hoffe, das ist noch mehr. Ja. Sagen, Mission machen halt. Kleine. 3 Karten, die aber immer anders ein bisschen aufgebaut, also andere Wege kann man gehen. Ja. Die ändern sich immer, je nachdem welche Gegner da kommen. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber kann sein. Und Schwierigkeitsgrade 3 Stück. Ne? Ja. 3. Ja. Wobei wir bisher nur den mittleren gemacht haben und den einfachen hier. Weil der ganz schwere ist. Naja. Ganz schwer? Ganz schwer, ja. Außer man hat natürlich Leute, mit denen man sie absprechen kann. Haben wir einen Plan? Wir haben sowas nicht, nur, da wir keinen kennen, der Dragon Age spielt. Oh, das ist was Großes. Einer von ihnen hat mir eine witzige Geschichte erzählt. That's what she said. Ah.
Ja, oder mit einem Riese. Oh, nein. War das nicht? Die gefallen sich alle. Die Singleplayer sind voll stark. Die Beine gehen. So, ein Teil rum. Ja. Oh, wie nimmt den auch noch? Ist doch gut. Oh, kann ich gerne alles platt machen. Von mir aus gerne, ja. Ich hasse aber diese Geister. Für mich ist das eine ganz schön. Ja, die haben alle Fernkampf. Ich kann nicht glauben, was ich versehe. Nee, ich hab zwar noch den Jäger, aber den habe ich noch nicht gespielt. Und auf Level 1 jetzt anfangs auch doof. Ja, das kannst du ja dann machen, wenn ich die Nekromante. Dann kann man es machen. Das sind zwei Schwächen. Müssen die anderen uns durchziehen. Ja, dann werden wir uns erstmal gekickt werden. Ja, ja, ja. Diese Lichtdinger hier sind auch ganz schön. Ich meine, wir sind Level 18 und die Gruppe hier ist eigentlich für Level 1 bis 8, glaube ich, ne? Ja, 1 bis 8. Mhm. Also wir würden eigentlich eher... wie heißt der zweite? Ich weiß es gar nicht. Das ist jetzt Routine, das andere ist, glaube ich, gefährlich. Die Meisterspionin hat versprochen, mir ihre Bibliothek zu zeigen, wenn das hier können alles vorbei ist. Mal machen. Verständigen wir... Der Bote eines uns nahestehenden Korps erstmal mal testen, wir haben noch lange nicht mehr zusammen aufgenommen. Umgehend Hilfe. Ich hoffe, ich war nicht voreilig, aber ich habe bereits eine Gruppe entsandt. Die Lage ist überaus kritisch. Hallo, aber das bietet sich ja an. Das sind ja nicht so lange Punkte. Wird ja auch langsam Zeit. Warum hat das so lange gedauert? Wird doch wahrscheinlich kein. Wäre beinahe gestorben. Wisst großes ihr überhaupt, Let's Play, was ich hier bei mir habe? Eine dringende Nachricht von äußerster Wichtigkeit für Botschafterin Montier. Je nachdem, die wir Lust haben. Seht die ihr zeitlich das? Passt. Tan tan tan. Oh. Das ist natürlich jetzt auch wirklich sehr einfach. Ist ja wieder der nervige Boot, oder? Der mal meckert. Ja, der meckert immer. Oh, den hat sie auch übernommen. Ich habe hier so eine Wand. Ich erledige das. Gegner, oder? Nee, glaub nicht. Selbst wenn. Weiß nicht. Ihr habt da noch irgendwo Gegner. Ich mach das mal eben. Achso, du kommst. Die schaffen da schon. Genau. Die sind doch Level 1 und Level 8, glaube ich. Ah, siehst du. Ich habe ein mieses Gefühl. Ein Gegner oder mehrere Gegner? Einer. Oder so einer, den ich überhaupt nicht mag. Eure Kirche geht vor die Hunde. Wer mich mal gewonnen hätte, ich weiß nicht warum. Letztlich bleiben doch immer dieselben. Stand einfach nur hier. Habe auf den Gegner gewartet. Ich würde schon sagen, da kommt, glaube ich, noch was, aber nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber ich habe viel von euch allen gelernt. Großartig, das freut mich für euch. Und jetzt verschwindet. Ja, wir sind immer so nett untereinander. Ja, die Sprüche sind auch ein bisschen... Ja, es sind halt immer genau die gleichen. Ziemlich oft. Wenn man mit zwei Klassen immer wieder reingeht, hat man immer die gleichen Sprüche. Warum steht meine so komisch? Hat die irgendwie Probleme? Nein. Das ist gerade so komisch. Der schickt aus, was ich... Die schaffen das so. Ja, die hatten das schon. Aber, naja. Nun denn, ich habe überlebt und das trotz eurer Inkompetenz. Das ist immer so freundlich, den möchte man. Und nun trollt euch. Deutsch, was auch immer ihr Helferlinge so tut. Ich habe eine dringende Verabredung mit der Botschafterin. Sind wir schon im letzten Raum? Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber ich habe Feinde vor euch allen gelernt. Wenn jemand was sagen will, wäre immer, das jetzt Plan oder nicht. Wenn ihr sterbt, die Level 1 Hüterin wird wahrscheinlich das erste Mal mitspielen. Kommt die mit oder was? Nö, die steht da nicht. Ja. Ich weiß nicht, wer was ist. Das ist das Problem, weil sie alle Zauberer sind. Wie wäre mir deine Macht? Anchovis. Unglaublich. Du bist allein unter Magier. Allein unter Dämonen. Zieh die mal, also ja, ich versuch's, aber der war langsam nicht. Ich wollte jetzt nicht die unbestraft davon kommen lassen. Hinter euch. Ach, der Typ. Ne, ist ein anderer. Da ist der Dämon der Angst. Dämon. Das ist so nervig als Nahkämpfer. Warum heißt der Kommandant? Das ist doch nur so ein Vieh, das verstehe ich nicht. Ich denke mal, da kommt dieser Mann da. Und der heißt ja Gruppenführer, glaube ich. Okay. Bin mir aber nicht sicher.
Das ist ja so ein lokaler Ding. Ich mach mal draußen die, ne? Weil ich krieg diesen Kommandanten nicht. Die sollten lieber die Beine in die Hand nehmen. Mhm. Ein Schlag und schon. Der kommt aber zu dir gleich. Ja, der kommt immer zu mir. Der one-hat mich gleich wahrscheinlich wieder. Der mag dich. Da kommt trotzdem noch einige durch zu euch. Der wird kuscheln. Ah, da ist er schon. Nee, ist er gar nicht. Vergleichbares hab ich noch nie gesehen. Ich wollte fast den einen umbringen. Bewegen sich alle mit ihm. Ja, ich muss auch mal in Bewegung. Sag mir mal, wenn er verschwindet. Aber in jetzt so ein Bienenschwarm auf mir. Ich hatte gerade einen Bienenschwarm auf mir, glaube ich. Also bei mir waren zumindest so ein Bienen. Ah, jetzt ist er. Nee, das ist ein anderer. Ja, bringt halt nichts, wenn ich mit drauf haue. Ein, zwei Schläge und dann. Aber ich halte hier. Auf jeden Fall weg, aber. Bei uns ist. Ah, doch. Ich hab hier auf jeden Fall weg. Draußen schon einiges erledigt. Ja, muss man ja gleich. Du machst niemanden mit Probleme. Zwei, drei Liter hinten noch. Bam! Ah, das war der letzte. Erfolg! Juhu! Der Comte ist äußerst erfreut darüber, seinen Boten in Sicherheit zu wissen. Geschafft. Die Gruppe verdient eine Belohnung. Nicht verwunderlich bei der Schwierigkeit. Wie wäre es mit Theaterkarten? So. Wir ja, sehen das uns war dann, die erste Runde. Ja, wir sehen uns dann in der zweiten Runde. Ja. Dann also, bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao.